schöne Dinge leisten. Und die kommen jetzt der Reihe nach. Der S-Bahn-Ringschluss über die Fildern, von den Fildern ins Neckartal, genau genommen sogar vom Goi, also von Herrenberg-Böblingen her, über die Filder nach Neckar, ins Neckartal. Da müssen wir jetzt ein kurzes Stück zurückgehen, also zurückzoomen. Hier ist eine Karte mit den berüchtigten Autobahnen, A81, hier ist das Vaihinger Kreuz und die A8 über die Fildern, Flughafen hier Richtung Wendlingen wieder. Und in diesem Raum haben sich in den letzten Jahrzehnten, eher unbemerkt würde ich mal behaupten, jede Menge große Siedlungen immer weiter vergrößert und jede Menge Arbeitgeber auch angesiedelt. Sie alle wissen, Daimler in Sindelfingen, Riesenarbeitgeber, zusammen schon 108.000 Einwohner. Vaihingen ist ein großes Zentrum geworden, Filderstadt, dann drüben Richtung Neckartal, Wendlingen, Plochingen, Wernau, Nürtingen und Kirchheim, Ödlingen, nochmal 40.000. Und wenn Sie das alles zusammenzählen, ich bin selber überrascht gewesen, dann kommt man auf eine zweite Großstadt südlich von Stuttgart, entlang dieser Ost-West, also so grob Ost-West-Achse, dieser beiden verstauten Autobahnen. Und es ist kein Wunder, ja, wenn hier 400.000 Leute wohnen in dieser Achse, die haben tatsächlich keine Schienenverbindung, keine durchgehende Schienenverbindung. Wir schalten mal jetzt hier um. Hier oben steht als Überschrift der S-Bahn-Ausbau von 73 beginnend. Hier müsste 16 stehen, parallel zu dieser überfüllten Autobahnachse. Sieht so aus, bis heute, immer noch leider. Der Lückenschluss zwischen Neckartal und der Filderebene fehlt nach wie vor. Das sind gerade mal 14 Kilometer. Das ist eine absolute Schande, dass eines der reichsten Länder der Erde es nicht schafft, hier 14 Kilometer Schiene zu legen. Und der Autofahrer, der zum Beispiel hier in Kirchheim auf die Autobahn geht, der Pendler morgens und zum Daimler in Sindelfingen fahren will, ja, der biegt einmal am Autobahnkreuz links ab und kommt im Warmen, ohne auszusteigen, zu seinem Arbeitgeber. Der Bahnfahrer schafft es hier schon mal gar nicht auf die Fildern hoch und muss dann hier auch noch umsteigen in Rohr, um die andere S-Bahn zu erwischen. Und hier ist es nochmal gezeigt, auch den Autofahrern wird sozusagen der breite Teppich ausgerollt mit 6 Fahrspuren und die Schienenstrecken sind zum Teil sogar nur eingleisig. Also in meinen Augen ein ziemliches Versagen der der Schienenpolitik hier. Und das ist dann das Ergebnis. Jeden Abend und jeden Morgen können Sie das auf der A8 erleben. Das ist in der Nähe vom Echterdinger Ei. Das sieht aus wie in Los Angeles, der Santa Monica Freeway. Ja. Und um das nun endlich mal, diese Lücke zu füllen, haben wir mehrere Varianten ersonnen, ertüftelt mit Begehungen vor Ort, mit Luftbildauswertungen, Satellitenbilder, Kartenstudien. Und wir haben mehrere Varianten gefunden, aber ich zeige Ihnen jetzt hier mal unseren Favoriten, der am meisten Optionen eröffnen würde. Und Sie wissen ja selber, S2, S3 fahren heute von der Innenstadt kommend nach Flughafen und eine Linie fährt weiter bis Bernhausen, hier ist Endstation. Jetzt soll immerhin verlängert werden bis Neuhausen, das ist schon in der Planung. Allerdings auch hier schon wieder mit eingleisigen Abschnitten, auch schon wieder neuer Schwachsinn in der Pipeline. Und wir würden das dann weiterführen, entweder durch den Ort durch, mit einer mittigen Ortsmitting-Haltestelle oder am Ortsrand entlang. Das überlassen wir den Neuhausener, was Ihnen lieber ist. Und würden dann hier über die neu gebaute Viaduktbrücke, über das Sülzbachtal, praktisch auf der Trasse, wo der ICE von Stuttgart 21 eigentlich fahren wollte, und tun unsere S-Bahn drauflegen. Insofern nützen wir auch hier dann diese Brücke, die fertig ist. Hier ist ein Bild, da kann man die sehen, also ein ziemlich tief eingeschnittenes Tal, die nützen wir dann sinnvoll um. Und dann kommt dieser merkwürdige Schlenker, der sehr erstmal umständlich wirkt, wir haben ihn Köngentörn genannt, weil eben hier Köngen liegt, und durch diesen Schlenker kommt man mit der S-Bahn von Norden nach Wendlingen rein. Und das eröffnet dann plötzlich erstaunlichste Möglichkeiten, nämlich man kann ohne Zugwende einfach im Weiterfahren die S-Bahn-Linie verlängern bis Nürtingen mit allen Zwischenstationen, eventuell sogar bis Neufen im Tal, da kämen nochmal 20.000 Einwohner hinzu, die ans S-Bahn-Netz angeschlossen würden. Und man könnte über dieses Dreieck hier, das ist einfach mal ein Vorschlag, könnte man eine dieser beiden S-Bahn-Linien, die es heute schon gibt, nach Plochingen fahren lassen, mit Umsteigemöglichkeiten ins Vilstal und die andere eben hier runter nach Nürtingen. Und jetzt kommt der Knüller. Man könnte auch eine weitere S-Bahn-Linie, eine neue, erfinden. Die S10 haben wir die mal so genannt. Die würde hier über diesen Köngentörn auch ohne Zugwende direkt weiterfahren können bis Kirchheim-Teck.
Und damit hätten wir zum ersten Mal, ich zeige es mal auf dieser Karte hier, zum ersten Mal hätten wir dann eine durchgehende S-Bahn-Verbindung ohne Umsteigen, ohne Zugwende, in etwa in derselben Achse wie diese beiden dauerverstauten Autobahnen von Kirchheim über Flughafen Filder, die Fildergemeinden Rohrfeigen runter bis nach Herrenberg. Das wäre dann die Schienenautobahn. Wenn wir diesen Zustand jemals losbekommen wollen da oben, das ist ja nicht nur Stau und Zeitverlust, das ist ja auch Gift, man muss es klar sagen. Ja. Die Ackerböden werden vergiftet und die Lungen der Menschen, die da oben wohnen, werden vergiftet. Wenn wir das jemals losbekommen wollen, dann geht das nicht mit Flugzeug und nicht mit dem Schiff, dann geht das nur mit der Schiene. Ja, und deswegen brauchen wir das.